So, hallo und herzlich willkommen. Schon wieder schlechtes Wetter. Diesmal bin ich vorbereitet. Wie ihr seht, ich habe ein Dach. Und ja, wir machen das Beste draus. Gibt vielleicht im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr Regenakustik, wenn es noch mehr hier drauf tropft. Eben hat es noch so richtig runtergemacht. Ich bin jetzt eigentlich von viel mehr Regen ausgegangen. So ein bisschen tröpfeln, wie es jetzt gerade tut, hätte ich das Tarp gar nicht gebraucht. Aber jetzt habe ich es dabei. Also habe ich es mal aufgehängt. Ich kann übrigens auch durchaus noch weiter drunter. Ich hocke jetzt nur hier am Rande, weil das tatsächlich der geradeste Punkt zum Sitzen und zum gut Kamera aufstellen gewesen ist. Gut, aber herzlich willkommen zum Adventskalender. Und Thema heute ist dieser Zettel, hässlich handschriftlich. Nur ein paar Punkte. War eigentlich gar nicht geplant für den Adventskalender. Ich habe aber immer ein paar Türchen, die so ein bisschen optionalen Charakter haben. Die kann ich machen, es sei denn, spontan kommt mir noch irgendeine lustige Idee, mit der ich den geplanten Inhalt dann möglicherweise auch ersetzen, in Anführungszeichen, kann. Das, was ich da ursprünglich geplant hatte, kann ich ja dann auch irgendein andermal und schlimmstenfalls nächstes Jahr zum Adventskalender dann immer noch bringen. Ne? So, und zwar geht es um das Carbon Farming. Das ist eine Praxis, wo man dann eben durch Farmen, also Landwirtschaft, im weiteren Sinne, in diesem Fall nämlich Forstwirtschaft, Carbon anbaut, ne? Also Carbon, also Kohlenstoff. Und dazu gibt es eine interessante Arte-Doku, sehr interessant, an der habe ich auch grundsätzlich nichts auszusetzen, aber ich bin sogar unabhängig voneinander, von mehreren Leuten, auf besagte Arte-Doku hingewiesen worden, ob ich da nicht mal vielleicht was dazu erzählen möchte. Und da ja Kommentare zu Werken anderer inzwischen dann schon etwas sind, was ich hin und wieder mal auch ganz gerne, ehrlich gesagt, mache, wohlgemerkt Kommentare, nicht kompletter Content-Klau desjenigen, was der andere gemacht hat, sondern ergänzende Informationen. Und darum würde ich auch empfehlen, ihr guckt euch diese Arte-Doku einfach mal an. Wenn nicht unbedingt jetzt, dann vielleicht später oder an dieser Stelle, oh Gott, dann dauert das ja total lange und ist viel länger als ein normales Adventskalender-Video, weil ich ja erst noch die Arte-Doku gucken muss. Das hängt halt einfach davon ab, wie viel Zeit ihr habt. Ich hoffe, euch da nicht allzu sehr zeitbedarfsmäßig zu überfordern, aber gut, hin und wieder mal Zeit haben ist ja eine Grundvoraussetzung, dass man bei mir einigermaßen glücklich wird auf dem Kanal, ne? oder halt eben so viel Zeit zumindest investieren wollen, dass man dann hier mir folgen kann. Gut, also, worum geht's? Hintergrund, ja? Das Ganze, also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr erst den Arte-Beitrag geguckt habt. Und falls ihr das nicht getan habt und mir jetzt trotzdem zuhört, dann hoffe ich, dass ihr mich trotzdem versteht. Aber ich lege jetzt keinen gesteigerten Wert drauf. Ne? Gut, also. Hintergrund 1. Ich habe drei Hintergrundinfos, die ich mir hier aufgeschreibt habe. Neuseeland war früher fast ausschließlich bewaldet. Das war also zwei große Waldinseln mit... viel endemischer Flora und Fauna. Neuseeland ist ja wirklich ganz was Besonderes und einzigartig auf dem Planeten, weil es sämtliche Klimazonen, die es überhaupt so gibt, auf zwei Inseln, die nah beieinander liegen, vereinheitlicht. Ne? Wir haben also tatsächlich ganz, ganz kleines bisschen Tropen. Wir haben ein gutes Stückchen Subtropen, also zumindest angeblich hat man ein bisschen Tropen, da kann man sich jetzt ein bisschen kloppen, ne? Aber sehr nah dran zumindest. Haben wir die kühl gemäßigte Zone, also die, wo wir auch sitzen. Und wenn man dann noch hoch ins Gebirge steigen möchte, dann kommt man bis zu, ja, wirklich nevale Höhengrenze. Bedeutet, da lebt nichts mehr, weil zu kalt bzw. zu hoch in Kombination. Neuseeland ist auch eins der ganz wenigen Länder, das überhaupt ähnliche Klimabedingungen wie wir aufweisen kann auf der Südhalbkugel. An den meisten Stellen, wo nämlich wir eigentlich von der Breite her im Abstand zum Äquator auf der Südhalbkugel wären, da ist halt einfach nur Wasser. Ja, deswegen so viel Land gibt es da gar nicht, was da in Frage käme für ein auch anteilig kühl gemäßigtes oder generell einfach für ein gemäßigtes Klima. Jahreszeiten haben sie da auch. Und das ist also uns gar nicht so unähnlich, weshalb es auch gut funktioniert hat, da den Herrn der Ringe zu drehen, weil den man sich ja auch eher in einer
mittelalterliches Europa anmutenden Landschaft vorstellt. Ja, und da ist Neuseeland tatsächlich das beste Beispiel gewesen, beziehungsweise eine Landschaft, wo man denken könnte, ist das Island, ist das Norwegen, ist das Schweden, ist das Deutschland kurz nach der letzten Eiszeit oder sowas in die Richtung. Nee, ist halt Neuseeland, da gibt es halt, wie gesagt, alles. Also schon eine sehr einzigartige Insel, aber bevor ich jetzt Neuseeland über den großen grünen Klee lobe, muss man einfach wissen, dass diese ein bisschen manchmal an die schottischen Highlands erinnernden Landschaften, das, was zum Beispiel von den Herrn der Ringe als Rohan verwendet wurde, wer den Herrn der Ringe mal gesehen hat, der kennt die Landschaftsaufnahmen, das ist Neuseeland, zumindest Teile davon. Und diese ganzen weiten Landschaften, wo die Rohirrim durchreiten, beziehungsweise die Neuseeländer und so weiter, das ist alles ursprünglich bewaldet gewesen. Ja? Also es gibt nur ganz wenige Teile von Neuseeland, nämlich die ganz oben im Gebirge und ein paar, wo es schlicht zu nass für Wald ist und ein ganz paar, wo es vielleicht zu trocken für Wald ist. Dafür kenne ich mich mit Neuseeland dann auch nicht genug aus, um zu sagen, ob das existiert oder nicht, aber vorstellbar wäre es sicher. So klein ist Neuseeland dann auch wieder nicht. Ja, bis auf diese wenigen Ausnahmen wäre wahrscheinlich Neuseeland zu etwa, jetzt kann man sich wieder kloppen, 65-90% irgendwo in diesem Bereich, und das weiß man ja, die Maori können das ja bestätigen, die waren da ja schon da, als das Ding noch Wald war, bevor dann wir gekommen sind und so weiter. Das Spielchen kennt man, das hat nicht nur auf Neuseeland stattgefunden, sondern überall sonst, wo es halbwegs, mindestens halbwegs bis sehr nachhaltig lebende Ureinwohner gegeben hat und ja, dann die Zivilisation hinterhergekommen ist und erstmal ausgebeutet, was auszubeuten war, hat. Ne? So, ja, jedenfalls in dem Zusammenhang, ursprünglich sind diese weiten Landschaften, die man aus dem Herrn der Ringe kennt, alles Wälder, ja, und die sind weg. So, aber potenziell ist da ja immer noch ein für Wald geeignetes Klima vorhanden. Bedeutet, ähnlich wie auch in Schottland, Schottland war auch mal fast ausschließlich bewaldet, die Highlands, diese großen leeren Landschaften, die wunderschön aussehen und Schottland einen romantischen Touch verleihen, den es ja zweifellos hat, und die sind auch toll, keine Frage, ich mag die Highlands auch sehr, liebe sie sehr, aber die sind anthropogen verursacht durch tatsächlich erstens den großen Holzbedarf, den man dann später mal hatte, und zweitens die Schafzucht. Das hat Neuseeland mit Schottland gemeinsam. Länder mit mehr Schafen als Einwohner oder Irland, die grünen Wiesen von Irland, war auch alles mal Wald. Das ist alles potenzielles Waldklima und nichts hätte verhindert, dass da heute noch Wald wächst, wenn man nicht eben in intensivem Ausmaß Weidetierhaltung, im konkreten Fall Schafe, da betrieben hätte. Neuseeland hatte übrigens auch mal eine schlimme invasive Tierart, die auch mit dazu beigetragen hat, dass da sehr viel verbissen wurde, was ursprünglich mal Wald gewesen ist. Wobei ich da jetzt nicht zu weit ausholen möchte, sonst erzähle ich was Falsches. Aber wirklich eine sehr schlimme Tierart, invasive Tierart für Neuseeland, hat man da auch sogar geschafft, sie wieder auszurotten. Dann gab es für sehr wenig Geld über ein paar Monate sehr günstig im Supermarkt zu kaufen Rotwild. Steak. Ja, einfach weil sie Rotwild importiert hatten, beziehungsweise angeblich sollen ein paar Deutsche Rotwild importiert haben, weil sie unbedingt ihr Rotwild auch auf Neuseeland jagen wollten, und das hat sich halt freudig vermehrt, warum auch nicht, ist eine tolle Landschaft für Rotwild, und schwuppdiwupp hatten sie eine Rotwildplage. Jetzt ist Rotwild allerdings ausrottbar, in diesem Fall ist das was Gutes, und man hat es dann also wirklich geschafft, durch massiven Abschuss und Prämien und so weiter und so fort, das Rotwild so weit auszurotten, und weil dann ein Überangebot an Hirschfleisch zu haben war, gab es das super, super günstig in gefühlt jedem Supermarkt zu kaufen. So, das also nur so als kleine Anekdote. Also das war Hintergrund Nummer 1. Prinzipiell ist ein Großteil der Fläche von Neuseeland, die nicht bewaldet ist, eigentlich in der Lage, Wald zu tragen. Ja, man müsste nur Bäume pflanzen und verhindern, dass sie gleich wieder vom Schaf gefressen werden, beziehungsweise die Weidetierhaltung einstellen und stattdessen Bäume pflanzen. Wir sehen im Arte-Beispiel ja genau das. Ein Farmer, der auf einem Teil seines, also ein Schaffarmer, der auf einem Teil seines Farmlandes jetzt einfach beschlossen hat, ich pflanze lieber Bäume, damit verdiene ich mehr als mit der Schafhaltung, weil Schafhaltung ja jetzt nicht gerade, wie man vielleicht mitbekommen hat, nicht mehr zu den wirklich rentablen Landwirtschafts-Landnutzungsformen gehört.
Was ein Stück weit manchmal schade ist, es kommt immer darauf an, welche Schafhaltung. An dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs hier auf meine Jacke. Ne? Ich habe gesagt, Wolle hat einen scheiß CO2-Fußabdruck. Das stimmt international gesehen. Die durchschnittlich international produzierte Wolle, die hat eher einen miesen CO2-Fußabdruck, weil wenn du sämtliche Wolle, die weltweit so produziert wird, in einen Topf schmeißt, dann kommt da halt eben auch Wolle aus degradierten Landschaften, die ursprünglich mal ein Wald waren und dann später jetzt mit Schafen beweidet werden, mit rein. Und wenn man diese Waldvernichtung für die Wollproduktion der Wolle ankreiden möchte, was man für den großen Topf international allgemeines Produkt Wolle tun sollte, wie ich finde, dann ist die CO2-Bilanz schrottig. Nimmt man sich einzelne kleine lokale Schafhaltungen, zum Beispiel Freihalten eines Magerrasens auf der Schwäbischen Alb durch Heidschnucke zum Beispiel, ja, und deren Wolle, die wäre dann super krass nachhaltig, die kauft nur leider keine Sau. Oder jedenfalls nur sehr wenig Leute, und die muss teilweise, ja, wissen wir alle, als Pflanzendünger verwendet werden, weil kein Interesse mehr am prinzipiell hervorragenden Rohstoff Wolle mehr besteht. Sehr schade. Gut, das also nochmal als kleiner Exkurs, und ich versuche mich jetzt ab sofort ein bisschen kürzer zu fassen, sonst gibt das hier furchtbare Überlänge. Hintergrund Nummer 2, CO2-Zertifikate. Dass der Schafbauer da beschlossen hat, lieber Pinus radiata, also die Radiata-Kiefer, genau genommen heißt die aus dem Englischen, aus dem Raum, wo sie herkommt, Monterey Pine, weil sie ihr größtes Verbreitungsgebiet auf der Monterey-Halbinsel in Kalifornien, also USA, tatsächlich hat. Aber wir nennen sie jetzt einfach Pinus radiata oder meinetwegen Radiata-Kiefer, einfach weil es für mich einfacher zum Aussprechen ist und man international weiß, was mit Pinus radiata gemeint ist. Das ist ja der wissenschaftliche Name, der überall auf der Welt gilt. Gut, die ist nicht so sehr das Thema. Das Thema ist jetzt CO2-Zertifikate. Grundsätzlich gibt es den CO2-Zertifikathandel schon seit, ich meine, 2007 oder 2008. Irgend sowas um den Dreh. Da war es aber eine Lachnummer, das erste Jahrzehnt, die es diesen CO2-Zertifikatehandel gegeben hat, weil die Zertifikate einfach viel zu billig gewesen sind. Worum geht's? In der Theorie muss derjenige, der CO2 ausstößt, von mir aus ein Kraftwerk, bekommt ein gewisses Kontingent an CO2, das er ausstoßen dürfen, zugewiesen. Ja? Also anteilig, du bist für so und so viele Personen zuständig als Kraftwerk. Das heißt, du kriegst pro Person, der wir pro Person einen gewissen CO2-Fußabdruck erlauben. Ein Stück weit CO2 dürfen wir ja ausstoßen. Es ist halt nur verdammt wenig, wenn man eben nicht eine globale Erwärmung haben möchte. Aber das kriegt man zugewiesen als Kraftwerk, dass man das für die Person, die eben ein bisschen was ausstoßen darf, dann da quasi produzieren kann. Man hat also einen gewissen Freibetrag, ganz einfach formuliert, an Kohlenstoffdioxid. Das reicht hinten und vorne nicht mal ansatzweise. Ja? Also völlig Banane, schafft man niemals. Kein zivilisiertes Land in Anführungszeichen. Ja, also ein höher entwickeltes Land mit krasser Volkswirtschaft. Zum Beispiel Deutschland, USA, Kanada, was auch immer, sucht euch was aus. Ausgenommen Island, die haben wieder Bonus. Aber alle anderen schaffen das niemals, keine Chance. Ne? Das heißt, du musst immer mehr CO2 ausstoßen als ein Kraftwerk, als du eigentlich zugeteilt bekommen würdest. Das heißt, du hast nicht genug CO2-Zertifikate und darfst dann eigentlich nicht weiter CO2 ausstoßen, wenn dir die CO2-Zertifikate alle gehen. So, und jetzt kommen eben die Zukäufe von Zertifikaten ins Spiel. Ne? Wenn du nämlich keine Zertifikate mehr hast und nichts mehr emittieren dürftest, dann kannst du dir von wem anders, der Zertifikate generiert, diese einkaufen und darfst dann weiter emittieren. So kommen jetzt die einkaufbaren Zertifikate her. Naja, das kann sein, dass dir zum Beispiel ein Inder, der so wenig ausstößt, weil er eine ganz arme Sau ist, den Rest verhökert, den er nicht ausstößt. Theoretisch, weil praktisch passiert das natürlich nicht. Aber so könnte man sich das vorstellen. Oder in Neuseeland gibt es einen Schafbauer, der auf einem Teil seiner Weide Pinus radiata anpflanzt. Und Pinus radiata wächst so schnell und speichert so schnell Kohlenstoff, dass er für sich so
CO2 negativ, also mehr speichert, als er selbst emittiert, geworden ist, dass er einen ganzen Haufen CO2 im Zertifikate generiert sozusagen. Das heißt, er hat einen Haufen CO2 eingespeichert. Das ist jetzt weg. Und wer anders darf die entsprechende Menge jetzt ausstoßen, so er denn die Zertifikate von unserem Schafbauer einkauft. Ja? So, in der Theorie, wenn nur so viel CO2-Zertifikate im Umlauf wären, dass insgesamt nicht mehr CO2 als dieser kleine, relativ kleine Menge, die die Erde vertragen kann, wenn nicht mehr als das emittiert werden würde und nur so viele CO2-Zertifikate im Umlauf wären, ja? Und nur mit denen könnte man wirtschaften. Im Grunde wären wir just in diesem Moment theoretisch CO2-neutral. Praktisch funktioniert das nicht, weil die Strafzahlungen, wenn du über deine Zertifikate hinaus emittierst, lächerlich billig gewesen sind und der Einkauf neuer Zertifikate sich auch nicht wirklich gelohnt hat, weder für den, der sie verkaufen konnte früher, weil die einfach so billig waren, dass das einfach niemand gekratzt hat. Ja, der Aufwand, CO2 zu speichern, um dann Zertifikate verkaufen zu können, hat dich in keinster Weise reich gemacht. So, und da hat sich jetzt eben im Zertifikatehandel in den letzten Jahren was geändert. Inzwischen sind die Dinger wertvoll, inzwischen kosten die deutlich mehr. Und so langsam zieht dieses CO2-Handelsgedönse ein bisschen an. In der Theorie ist das auch alles gar nicht verkehrt. Das könnte praktisch auch eigentlich irgendwann mal funktionieren. Und die meisten Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, sind schon der Meinung, dass es da eine deutliche Verbesserung gegeben hat. Und Neuseeland ist halt ein schönes Beispiel. Neuseeland kann sich nicht komplett energieautark versorgen, nicht ganz. Das heißt, sie müssen, dadurch sie noch ein bisschen was emittieren müssen, um halt eben zu existieren, müssen sie ein Stück weit woanders CO2 wieder einsparen. So, und das tun sie jetzt eben, indem sie auf Fläche, wo vorher kein Wald stand, halt neuen Wald dazu pflanzen. Und damit gilt dieser Wald als zusätzliche CO2-Senke und verbraucht dann wieder einen Teil von Neuseeland emittierten CO2. Und im Grunde hat Neuseeland so eigentlich ganz gute Karten, um tatsächlich bis wann auch immer die das sein wollen, ich glaube 2050, CO2-neutral zu sein. Ja, das ist schon möglich. Das ist auch durchaus gar nicht unrealistisch, dass die das hinkriegen könnten. So, ja. So viel zu den Hintergründen. Und eben weil diese Zertifikate inzwischen wertvoll sind und inzwischen immer mehr Länder, tatsächlich ist das so, ja, international machen immer mehr Länder mit. Es ist noch längst nicht alles gut, überhaupt nicht, aber wir haben im Vergleich vor zum Beispiel 10 Jahren eine deutliche Verbesserung. Die reicht nicht, aber sie ist da. Ja? Also irgendwo die Schritte in die richtige Richtung, meiner Meinung nach richtige Richtung, dürft ihr auch anders sehen, bin ich halt nicht eurer Meinung, aber die werden durchaus vorgenommen und die Entwicklung läuft einigermaßen. Noch. Das kann man natürlich auch jederzeit wieder rückgängig machen. Zum Beispiel durch Veränderungen in der Politik oder Ähnlichem, wenn genügend Parteien an die Macht kommen, die das Klimawandel, ach nein, das Klima hat sich schon immer geändert. Das ist ganz normal. Sowas in diese Richtung vertreten. Ja, dann kann man das auch ganz wieder komplett wieder kaputt machen und dann sind wir genauso am Arsch, wie wir momentan im Übrigen auch sowieso sind, weil die Bemühungen noch nicht ausreichen. Also die Richtung ist zwar gut, das Tempo, in der diese Richtung begangen wird, langt halt leider nicht, ne, rein technisch gesehen. Ja, und so ganz grob zusammenfassend, ohne jetzt 7000 Quellen angeben zu wollen, das können wir uns, glaube ich, an der Stelle sparen. Ja, und jetzt kommt eben Pinus radiata ins Spiel. Ja, wir wollen also CO2 aus der Atmosphäre rausziehen. Wir wollen einen Carbon Forest anpflanzen, der das primäre Ziel hat, mal abgesehen davon, dass er durchaus auch Holz produziert. Das ist so ein netter Nebeneffekt. Soll der vor allen Dingen CO2 speichern. Und der Hauptgewinn aus Carbon Forests geht tatsächlich in Richtung CO2-Speicherung. Wer kauft sich denn so einen Carbon Forest, beziehungsweise wer investiert in so einen Carbon Forest? Zum Beispiel
sowas wie Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob die speziell in Neuseeland sowas machen, aber wenn du fliegst und dann gibt es ja dieses Häkchen, was man da anklicken kann, dass du bitte deinen CO2-Ausstoß für 6,75 Euro oder auch ein bisschen mehr, je nachdem wie weit man fliegt, ausgleichen möchtest, dann wird dieses Geld genutzt, um eben irgendwo auf der Welt im besten Fall ein neues Wäldchen anzulegen auf einer Fläche, wo zumindest vorher kein Wäldchen gewesen ist, weil wir es zum Beispiel mal gerodet haben. Oder auf einer Fläche ein neues Wäldchen anzulegen, wo bisher noch nie ein Wald wachsen konnte, weil es noch zu kalt gewesen ist, beispielsweise. Ja? Gut, in solchen Töpfe landet dann dieses Geld und aus diesem Geld, beziehungsweise von den Investoren wie Atmosphäre, wird dann so ein Pinus radiata Wald jetzt in Neuseeland gepflanzt, der eben CO2 speichern soll. So, und jetzt letzter Hintergrundwissenspunkt, nämlich die Pinus radiata, die Montauk Pine, Montauk Kiefer, ist der schnellst wachsendste Kiefernbaum in gewisser Weise, den der Planet zu bieten hat. Vermutlich ist sie der schnellst wachsendste. Kann man sich noch ein kleines bisschen kloppen und wenn nicht, ist sie auf jeden Fall in der Top 3. Ja? Und damit wächst sie etwa 4 bis 5 Mal so schnell wie unsere heimische Kiefer. Und unsere heimische Kiefer ist immerhin Brotbaum Nummer 2 im historischen Forsttableau. Ne? Also neben der Fichte, die der Hauptbrotbaum war, war die Kiefer dann halt das, was man gepflanzt hat, wenn man Fichte nicht pflanzen konnte. Bedeutet, Kiefer war schon immer eine durchaus wirtschaftlich lukrative Baumart bei uns. Unsere Kiefer, ja, Zug, nicht hupen. Und jetzt stellen wir uns unsere Kiefer 4 bis 5 Mal so schnellwüchsig bei immer noch einer guten Holz, naja gut, einer okayen Holzqualität vor. Ja? Da kriegst du solche Dollarzeichen in den Augen als Förster. Also Pinus radiata vom Zuwachs her krass. Ich habe noch eine andere Zahl, 600 Festmeter pro Hektar nach 30 Jahren. Zum Vergleich, ein deutscher Wald hat nach 30 Jahren, wenn du den aus dem Nix hochziehst, ein schöner Mischwald, ja, biodivers, nach modernem Kenntnisstand, Laubmischwald, viele tolle seltene Arten, die alle Wertholz werden können, blablub und so weiter. Wenn du dann nach 30 Jahren 150 Festmeter Holz rumstehen hast, dann kannst du schon eigentlich ganz zufrieden sein. Vielleicht hast du mal 200, aber 600 ist völlig in einer anderen Welt. Ja? Also die Zuwächse sind wirklich gigantisch. Das Einzige, was noch mehr Holz pro Zeit liefert und mehr CO2 pro Zeit speichert, das ist ja nämlich der Knackpunkt, deswegen wird das ja auch so beworben, ist zum Beispiel Eukalyptus oder Teak oder andere Tropenhölzer in den Tropen, wohlgemerkt. So, warum haben wir in Deutschland kein Pinus radiata? Wenn das jemand wissen möchte, ist nicht winterhart. Übersteht unseren Winter nicht, kannst du in Neuseeland auch nur in den etwas wärmeren Ecken von Neuseeland, ein bisschen wärmer als bei uns, nicht viel, aber ein bisschen wärmer als bei uns in den Ecken von Neuseeland, kannst du Pinus radiata anbauen und das sind die meisten Ecken von Neuseeland. Da kommt also wirklich sehr, sehr viel Fläche in Frage und da du jede Schafweide potenziell einfach nur Pinus radiata flop in den Boden machen musst und dann wachsen die wie Sau, und vor allen Dingen im ersten Jahr locker 40 cm von so klein auf 40 cm locker, auch gerne mal einen halben Meter oder 60 cm und in 3 Jahren spätestens sind die schon 2,50 Meter, 2 Meter hoch, sowas um den Dreh, das heißt, da sind sie schon etabliert. Das ist wirklich eine super schnelle Jungwuchsphase, problemlos jede erdenkliche Fläche aufforstbar. Das ist also der Baum, wenn du schnell irgendwo CO2 in Form von Holz speichern möchtest. Ja? Realistisch betrachtet, kann das kaum ein anderer Baum so schnell. Jetzt wächst, wie gesagt, das Zeug nicht überall und es wird auch nicht überall im großen Stil angebaut, weil halt relativ schnell dann auch Klagen kommen, dass eine Nadelholz-Reinbestandswirtschaft vielleicht eventuell aus anderen Teilen der Welt, von uns bekannt, keine so eine richtig gute Idee ist und dann irgendwann zu einer ökologischen Verarmung und auch gerne mal zu Erosion führen kann. Jetzt die Wahrheit ist allerdings, dass nicht unbedingt Pinus radiata daran schuld ist, dass da haufenweise Baumstämme die Flüsse runtergespült werden und die Maori kein Flussufer mehr haben, wie sie es kennen. Maori? Ja, doch so heißen sie, ja. Das ist vor allen Dingen ein Kombiprodukt aus zugegeben falscher Baum, absolut, ja.
Und die Böden sind schon vorher über die jahrhundertelange Schafwirtschaft oder zumindest 100 Jahre lange, ich weiß gar nicht, wie lange das genau geht, aber so lange kann es eigentlich noch gar nicht sein. Neuseeland ist ja noch nicht so lange zivilisiert, in Anführungszeichen. Ja, und die Kombi aus der Degradierung des Bodens durch die Schafhaltung, durch die Überweidung zum Teil auch, und jetzt dieses rasche, kompromisslose Monokultur aufforsten, das verursacht die Erosion. Ja? Und wie sie in der Doku kurz sagen, dass die Pinus radiata kaum in der Lage ist, den Boden wirklich festzuhalten mit ihren Wurzeln, nur wenig gegen die Erosion tut, das ist richtig. Das ist jetzt kein besonders den Boden festigende Baumart, weil sie halt eben mit ihrem dünnen, nach unten strebenden Wurzelwerk, zumindest habe ich das so recherchiert, bin mir da nicht 100% sicher. Pinus radiata ist erstaunlich schlecht untersucht, wenn man bedenkt, wie wichtig die langsam international zu werden scheint oder zumindest werden könnte. Dass sie also nur so einzelne Storzelwurzel nach unten macht, typische Pfahlwurzel, wie sie viele Kiefern ausbilden, und dadurch aber in der Fläche viel Boden relativ undurchwurzelt bleibt. Ja? Und diese eine Pfahlwurzel kann dann bei Starkregenereignissen plus Wind dann trotzdem schnell aus dem Boden gerissen werden. Hier wäre ein flacheres Wurzelwerk, ein weit verzweigteres Wurzelwerk wohl möglich fast besser. Können wir da nicht Auto fahren da hinten? Ich weiß nicht, ob ihr die Hupe gehört habt. Ja, aber Angabe ohne Gewähr. Ja? So viel zu Pinus radiata. Ach so, doch, wenn wir schon über den Baum reden, noch ein letztes kleines Detail. Nämlich, die kommt von eben der Monterey-Halbinsel in Kalifornien. Da gibt es also nur wenige tausend Hektar, 3.000, 4.000 Hektar von wild wachsender Monterey-Pine. Das liegt einfach daran, dass man vermutet, dass sie die Eiszeit gerade so überlebt hat, fast in der letzten Eiszeit ausgestorben wäre und nur auf so ein paar Randrückzugstandorten überhaupt überleben konnte. Ist eine eher wärmeliebende Kiefernart, die mit niedrigen Temperaturen Schwierigkeiten hat, weshalb sie zum Beispiel bei uns ja auch den Winter nicht übersteht. Und ja, ne? Also das einfach zur Herkunft, weshalb diese unscheinbare Fichte kaum jemand auf dem Schirm hatte, bis dann tatsächlich die Erfolgsgeschichte mit Neuseeland losging. Neuseeland ist weltweit die größte Anbaufläche und auch die erfolgreichste für Monterey Pine. So, jetzt habe ich mir noch 5 Punkte aufgeschrieben. Shit, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Dann wird es halt mal wirklich massiv Überlänge. Tut mir leid, geht heute nicht anders. Ja, also Ball flach halten, Punkt 1. Neuseeland ist weit weg und wir haben nicht alle Fakten zu dem, was da so passiert. Ja, also nur weil wir jetzt so eine Arte-Doku gesehen haben und ich noch ein bisschen mehr recherchiert habe, können wir wahrscheinlich trotzdem nicht vollumfänglich einschätzen, was da genau abgeht in Neuseeland. Und jetzt irgendwem den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, dass da irgendwer an irgendwas schuld wäre, halte ich für eine ganz, ganz schwierige Idee. Und das möchte ich gleich mal vorneweg gesagt haben, dass wir das einfach nicht machen sollten. Und alle Leute in dieser Doku finde ich grundsätzlich sympathisch und kann ihre Position voll und ganz nachvollziehen. Und im Endeffekt, kann ich schon mal das Fazit vorwegnehmen, ist es kompliziert. Ne? Zweitens, Radiata wächst so schnell, dass sie wirklich, und zwar wirklich, wirklich, als CO2-Senke taugt. Platz ist da und es sind zusätzliche Wälder, also zusätzliche Wälder, ne, zu den bestehenden. Bedeutet, es wird wirklich mehr CO2 gespeichert, als vorher gespeichert wurde, beziehungsweise und bei weitem mehr, weil Pinus radiata wirklich durch ihr enormes Wachstum zu den, ich sage jetzt mal, Top 5 CO2-Speicherbäumen weltweit gehört. Ja, kein deutscher Baum kommt jemals in die Top 5, dafür wächst bei uns generell zu langsam. Nur Baumarten, die in Regionen wachsen können, wo man insgesamt einfach schneller wachsen kann, wo bessere Grundbedingungen für Baumwachstum bzw. Pflanzenwachstum herrschen, nur da kann noch wirklich so richtig viel CO2 gespeichert werden. Das ist halt einmal Tropen, einmal Subtropen unter feuchten Bedingungen. Und da ist so Neuseeland eben ganz vorne mit dabei. Ja, also wir reden hier wirklich von einer Größenordnung an CO2-Speicher, das ist relevant. Ja? Und man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man das möchte, hingehen und sagen, okay, das ist jetzt zwar nicht so schön, dass da hin und wieder Stämme weggespült werden und die Maori finden das nicht gut, aber
ja, irgendwie müssen wir den Klimawandel aufhalten und dann ist Klimaschutz vor Erhalt der lokalen Landschaft zum Beispiel. Könnte man sagen. Ich sage das nicht. Ich sage nur, das könnte man sagen und das wäre in Anbetracht der Menge an CO2, die Pinus radiata aufnimmt, schon ein Argument, das man ernst nehmen muss. Ja? Ob man es gut, eine andere Frage, aber ernst nehmen muss man es unbedingt. Ja? So, drittens. Nadelwaldbestände sind empfindlich, also ist es allerdings auch, um das letzte Argument wieder ein bisschen zu entschärfen, nur ein Speicher auf Zeit, weil diese Wälder nie stabil sein werden, Stand jetzt. Bedeutet, man muss die sehr früh fällen, so in 50, 60 Jahren, dann sind die wirklich vom Zuwachs her, das ist gigantisch, das ist wirklich auch toll. Und dann muss man das Holz irgendwie möglichst langfristig nutzen, damit das mit dem CO2-Speicher langfristig auch funktioniert. Grundsätzlich setzt ja CO2-Speicher Wald, gibt es in zwei Möglichkeiten. Entweder ein hochproduktiver Wald, der regelmäßig Holz abwirft, dass man dem Wald entnimmt, damit wieder Platz ist, damit neues Holz nachwachsen kann. Und das entnommene Holz, sprich das entnommene CO2, kann man dann irgendwo verbauen und irgendwie quasi langfristig speichern. Ja, zum Beispiel, du baust ein Haus und wohnst da hoffentlich 200 Jahre drin. Also du nicht, aber deine Nachkommen oder wer auch immer das Haus nach dir kauft oder was auch immer, ist auch egal. Hauptsache das Haus steht 200 Jahre. So, ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, man schafft einen neuen Wald und lässt den immer mehr CO2 akkumulieren, bis der Wald irgendwann mal zusammenbricht. Ich persönlich bin ja ein Fan von Methode 1. Der Fairness halber muss man sagen, von einem neu erschaffenen Wald auf einem Standort, der vorher kein Wald war, ausgehend, wird es 300, 400 Jahre ungefähr, manchen Klimazonen auch nur 200 Jahre und in anderen 800 Jahre dauern, bis der Wald so weit wieder zusammenbricht, dass der mehr CO2 emittiert, als er aufnimmt. Tatsache ist jedenfalls, dass die Kurve der CO2-Speicherung immer mehr, die geht so und flach dann ab und dann irgendwann ist sie auch wieder rückläufig. Aber der Punkt, an dem sie beginnt, rückläufig zu werden bei alten Wäldern, der liegt halt wirklich sehr weit in der Zukunft. Und wenn wir in 200, 300 Jahren das CO2-Problem nicht sowieso schon grundlegend gelöst haben, kann es uns in 200, 300 Jahren auch egal sein, ob da nochmal zusätzlich CO2 emittiert wird, weil dann haben wir echt andere Probleme. So könnte man das sehen. Ja? Ist nur so ein Denkansatz. Gut. Also, diese Nadelwälder, dadurch, dass die nicht lange halten werden, können sie nur als Nutzspeicher, also als regelmäßig umschneiden und das Holz irgendwo verbauen, Speicher funktionieren. Und da kann man jetzt anmerken, Radiata ist nicht das dauerhafteste Holz und wird selten für Gebäude verwendet. Bedeutet, die Anwendungen, für die man Radiata-Holz nimmt, zum Beispiel Paletten, Papier und so weiter und so fort, das ist alles kurzfristig. Das ist jetzt auch nicht schlecht, das ersetzt ein Stück weit dann natürlich trotzdem fossile Baustoffe, sage ich jetzt mal. Also lieber Papier statt Plastik, so in dem Stil. Aber so richtig geil ist nicht. Ja. Und das Holz wird ja größtenteils nicht in Neuseeland verarbeitet, zu dem, was man dann letzten Endes draus macht, was das CO2 speichern soll, sondern irgendwo in sonst wo. Und wenn du Holz lange Strecken transportieren musst, und von Neuseeland ist es eigentlich überall hin eine lange Strecke, das ist ja nun wirklich etwas abgelegen, ist die CO2-Bilanz auf einmal gar nicht mehr so toll. Die ist immer noch positiv, also sprich negativ. Man hat immer noch mehr CO2 gespeichert, als man emittiert hat bei der ganzen Veranstaltung. Aber es ist dann schon bei weitem nicht mehr so lohnend, wie wenn man sich das reine Wachstum und die reine Speicherfähigkeit von Radiata pur, ohne weitere Maßnahmen, einfach nur das CO2, was in 60 Jahren aus der Atmosphäre gesaugt wird, unter dem Baum steckt. Wenn man sich das pur anguckt, ist das wirklich sensationell. Dann nach Abzug besagter Maßnahmen nicht mehr. Ja? Dann ist es noch gut, muss man sagen. Ja? Aber nicht mehr Welten verändern, toll. So. Ja, das wäre Punkt 4 gewesen. Das mit dem Export ist ein Problem. Fünftens, und damit nähern wir uns dann auch wirklich dem Ende, damit sich der Überzug in Grenzen hält. Endemische Wälder wären stabiler, wachsen aber weniger schnell und Aufwand beim Anlegen ist deutlich größer. Ja, also das, was wir gegen Ende unserer schönen Doku, da, die ich übrigens sehr, sehr gut finde, kann ich an dieser Stelle mal bemerken, ich habe da nichts dran auszusetzen, da
erfahren wir dann, dass eben die Maori selbst eben den ursprünglich endemischen neuseeländischen Wald, von dem kaum noch was übrig ist, zum Beispiel der Kauri-Tree, das ist ein hervorragender Laubbaum, zählt zu den höchsten und massereichsten der Erde. Die können auch sehr, sehr alt werden. Also wirklich ein extrem beeindruckender Baum, den es da eben auch nur noch sehr wenig gibt, weil eben so viel dieser Insel durch ja letztendlich weiße Siedler, machen wir uns nichts vor, gerodet worden ist und ja aus wirtschaftlichem Interesse abgeholzt etc. pp. Ne? Und sowas wieder aufzuforsten, zum Beispiel diese Kauri-Wälder oder die Kauri nahe Ökosysteme. Ich kenne mich mit den einzelnen Details der neuseeländischen Waldgesellschaften jetzt nicht aus, aber also Waldökosysteme. Das wäre natürlich sehr viel nachhaltiger, aber nochmal, der CO2-Speichereffekt wäre im Übrigen auch langfristig, das heißt, das bleibt da ganz lange in den Wäldern drin und wie gesagt, wenn die mal zusammenbrechen, dann so spät, dass wir bis dahin schon irgendwelche anderen Lösungen gefunden haben werden oder es gibt uns nicht mehr. Ne? Das sind die beiden Optionen. Oder wir tragen alle Lederjacke und abgesägte Schrotflinte. ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, die endemischen Wälder werden also so spät erst zusammenbrechen, dass das dann auch kein Problem mehr wäre. Es wäre also eine langfristigere Speicherung, man kann da auch Nutzholz